Servus, Grüße und Hallo zu Ninja Warrior. Das letzte Mal sind 100 Ninjas angetreten und auch gleich wieder abgetreten, denn niemand hat alle Stages geschafft. Das ist schade. Aber heute ist ein neuer schöner Tag und wir haben wieder viele neue schöne Hindernisse, an denen sich unsere neuen schönen Kandidaten messen können. Ja, da ist die Freude groß. Hallo? Geht doch! In Stage 1 haben die Kandidaten 100 Sekunden Zeit, um vor Wände zu hüpfen, ins Netz zu gehen und einen Drehwurm zu bekommen. In Stage 2 haben die Überlebenden 67 Sekunden Zeit, die Glocken zu läuten, den Baumstamm-Boogie zu tanzen und sich einen Bruch zu heben. Und wer dann noch nicht genug hat, den machen wir in Stage 3 vollkommen zur Minna. Selbst schuld. Und in der finalen Stage müssen dann die wirklich Harten in 30 Sekunden diesen Turm hochklettern, um ihn danach wieder runtergehen zu müssen, aber dann als Ninja Warrior. Da wollen sie hin. Toll sieht er aus, aber wer wird es heute schaffen? Schau mich nicht so an, ich hab keine Ahnung. Aber das kriegen wir jetzt raus, und zwar hier am Berg Midoriyama. Heute scheint die Sonne, deswegen tragen die Kandidaten praktische Sonnenschirme. Der Verkäufer preist gerade dieses Modell, in das nur von 4 Coolies gehalten werden muss. Praktisch. Quatsch, das ist Masami, der gerne ausgedehnte Campingtouren mit seinem Schlafsack an die See unternimmt. Auch wenn sich die beiden da regelmäßig in die Haare kriegen und sich kloppen, wer die Hauptrolle in seinem Stück Das Leben eines Schmetterlings spielen darf. Ansonsten torkelt Masami gern durch Stage 1, meistens bis hierhin oder auch mal bis hierhin. Jedenfalls schafft er es nie am ersten Hindernis vorbei. Schafft er es heute, einen neuen persönlichen Rekord aufzustellen und nicht gleich am Anfang tauchen zu gehen? Das ist schon ganz professionell, wie seine Sonnenschirmcoolies sich hier das Lachen verkneifen können. Masami hingegen sieht aus wie ein bekloppter Guppi mit Chili-Anlauf, aber da hektigt er auch schon los auf die Kegel. Es scheint so, als stellt er wirklich einen persönlichen Rekord auf. Es sind schon über 5 Sekunden vorbei und er ist immer noch nicht nass. Gratulation! Auch zu der Radlerhose. Da braucht man wirklich Mut. Fantastisch, was soll ich da sagen? Masami ist durch und krallt sich weiter zur Schmetterlingswand. Da freut er sich so sehr, dass er die Orientierung verliert. Aber er fängt sich an, tippeln und boing! Nach unten in die Brühe. Er weiß halt, wo er hingehört. Die Kollegen sind entsetzt. Innerlich, äußerlich lachen sie sich kaputt. Masami geht als Sieger vom Platz gegen sich selber. Ach, was gibt es Schöneres als eine gelenkige Cheerleaderin, die mit knappen Shorts ihr Können unter Beweis stellt? Du bist ein Lustmolch und das ist Yoko. Hallo Yoko und Yoko, das sind die Kegel. Hallo Kegel. Oha. Aber Yoko scheint nicht nur Sportler anzufeuern. Nein, sie hat auch selber was auf dem Kasten und überwindet hier das erste Hindernis, wenn auch etwas holprig. Aber ich schaue ihr trotzdem gerne zu. Ach, es gibt halt nichts Schöneres. Werden wir sehen. Yoko nimmt Anlauf für die Schmetterlingswand und geht baden. Schade. Da freuen sich eine Menge blauer Frauen im Publikum und ich weiß überhaupt nicht warum. Hier sehen wir die süße Yoko scheitern, aber selbst das sieht noch toll aus. Und jetzt kommt das, was ich am schönsten finde. Cheerleaderin in nassen Klamotten, die ihr Können unter Beweis stellen. Danke dafür. Woohoo! Das ist Feng und jetzt wird's chinesisch. Sind wir doch schon. Nein, wir sind in Japan. Feng ist ein Shaolin aus China. Ist doch das Gleiche. Nein, du Depp, ist es nicht. Erinnere mich bitte nachher daran, dass ich dich mit einem Weltatlas verkloppe, um dir den Unterschied zu erklären. Gerne. So, Feng ist ein Shaolin, aber besteht er deswegen auch als Ninja? Ist das nicht das Gleiche? Du weißt ja überhaupt nichts. Wie hast du überhaupt diesen Job bekommen? Ich habe als zweiter laut hier gerufen, gleich nach dir. Stimmt. Feng bezwingt auf Shaolin-Art gerade die Kegel. Scheinbar scheint das Shaolin-Training hilfreich zu sein. Ohne abzusetzen springt er an die Schmetterlingswand. Unser Shaolin ist der Erste, der sie heute schafft. Ich habe mal einen Film gesehen, der hieß Die Rache der Shaolin, wo die an Holzpuppen geübt haben. Meinst du, das war auch über Shaolin? Nein, das war bestimmt über Forellenzucht. Stimmt, weil Feng macht das nämlich auch gerade. Und der Kollege sagt nein. Und der Kollege sagt, sag mal, kommst du nachher auch noch mit in die Sauna, du Schnuckel? Hier wird einem chinesischen Shaolin von einem japanischen Baumstamm der Titel des Ninja Warriors versagt. Mir ist schwindelig. Und was er hier sagt, weiß ich nicht, da japanisch und chinesisch für mich böhmische Dörfer sind. Ach was. Der ältere Herr hier ist Masato. Und das schreiende Kind seine Enkelin, die sich ärgert, weil ihr eigentlich ein Zoobesuch versprochen wurde. Undankbares Ding. Dafür macht sich doch Opa für dich hier zum Affen. Und das mit 57. Alle Achtung. Masato läuft an und scheint die Kegel nicht sehr schwierig zu finden. Aber er ist etwas langsam. Vielleicht erinnern ihn die Kegel daran, dass er seiner Enkelin nachher als Belohnung eine Tüte Eis kaufen sollte. Oder lieber gleich zwei. Ja, Kinder können nämlich sonst grausam sein. Aber Opa Masato kämpft weiter für seinen Traum, Ninja Warrior zu werden. Schafft im Vorbeilaufen die Schmetterlingswand und stellt sich jetzt gleich dem Baumstamm. Ja gut, das ist zwar nicht so toll wie die Pinguinfütterung, aber wann holt sich denn der Opa schon mal so einen dollen Drehwurm, außer vielleicht an Weihnachten, mit zu viel Eierpunsch? Ja, und da punscht er sich jetzt hier mit dem Baumstamm runter. Ja, ich glaube, der Drehwurm ist amtlich. Masato zieht es hier fast die Schuhe aus. Hoffentlich nicht das Frühstück durch die Nase, aber ein bisschen den Kopf über die heutige Jugend geschüttelt. Früher war alles besser und weiter geht's. Kurze Konzentrationsphase vor der tanzenden Brücke. Anlauf und er schafft sie. Beachtlich. Auch wenn seine Enkelin trotzdem lieber in den Zoo gegangen wäre. Aber die Aussicht, der älteste Ninja-Warrior zu werden, versöhnt ihn nachher bei der Rückfahrt für das Gequengel mehr als genug. Hoffe ich für ihn. Kinder können sehr nachtragend sein. Ja, und
Und tragen tut ihn auch hier der Netzsprung. Jawohl! Woran viele Jüngere gescheitert sind, erledigt Opa Masato mit links und rechts und mit den Füßen und ganz, ganz viel Kraft. Ja, aber leider nicht sehr schnell. Vielleicht macht sich hier das Alter doch ein bisschen bemerkbar. Die Zeit läuft währenddessen unerbittlich weiter. Ebenso unerbittlich, wie seine Enkelin nachher sein wird, die statt Affen beim Rumtollen jetzt einen Opa beim Rumrollen zusehen muss. Es ist zwar auch nett, aber nicht das Gleiche. Ja, es fehlt das Trommeln auf der Brust und das Uckschreien. Ja, das macht Opa Masato leider nicht, aber dafür läuft ihm gerade die Zeit weg, wie die kleinen Zicklein im Streichelzoo, wenn man nichts mehr von diesem teuren Futter hat. Laufen kann Opa nicht mehr und kriecht zur Startrampe, wo ihn die Uhr von seinem Leid erlöst. Ja, jetzt hat er seine Ruhe. Ratschmann zieht den Vorhang zu. Hey, das war doch nur ein Witz. Opa, geht's gut. Und hier sagt er, dass er das nächste Mal lieber in den Zoo geht. Versprochen. Apropos Zoo, wer hat denn hier eigentlich die Käfigtüre offen gelassen? Ach, das ist bestimmt ein fernöstlicher Brauch, für den wir langnasigen westlichen Barbaren einfach kein Gespür haben. Das kann schon sein. Oder es ist einfach nur ein Klops, der sich hier aller Kleidung und seiner Perücke entledigt und jetzt albern über die Kegeln schlumpft. Ja, ein Trauerspiel. Gott sei Dank nur für eine Schrecksekunde. Meint auch Prinz Eisenherz. Wusste gar nicht, dass er aus Japan kommt. So schläft Kenjiro nachts auf dem Bauch. Sieht clever und gemütlich aus. Ja, in seiner Freizeit betatscht er gerne Gardinenstangen und fährt immer noch mit dem Surfbrett ins Büro. Ansonsten hat er sehr, sehr große lähmende Angst vor krummen Wänden und geht beim Piratenspielen immer als Erster über die Planke. Ahoi! Das ist zwar alles sehr interessant, aber jetzt wollen wir wissen, ob er es heute schafft. Ein letzter Gruß an die Pirateninnung. Noch ein bisschen den Rum in die Füße gehoppelt und dann nichts wie los auf die Kegel. Ja, das sieht aus wie jemand, der auf Kegeln läuft. Ja, du bist wirklich ein toller Kommentator. Ja, Kenjiro kommt jetzt gleich zur Schmetterlingswand und es sieht sehr gut aus. Jawohl, er schafft sie. Er ist 51 und will der älteste Kandidat werden, der Stage 1 abschließt. Wird er es heute schaffen? Weiß nicht. Du bist echt der Beste. Nee, echt jetzt. Toll mit dir zu arbeiten. Und der Baumstamm arbeitet hier mit Kenjiro Hand in Hand. Aber da! Er fällt. Ein mir unbekannter Japaner findet das empörend. Und hier dasselbe nochmal in Zeitlupe mit einem sehr, sehr enttäuschten Gesicht von Kenjiro. Kann aber auch die nackte Panik sein. Und jetzt sagt er, was er von deinen Kommentaren hält. So schlimm war der nun auch wieder nicht. Das sind die Kegel. Und da ist ein Chorknabe, der uns jetzt Sah ein Knab ein Ninja gehen singen wird. Blödsinn, das ist Nozomi, der ist Student und zeigt seinem Konfirmationsanzug die Welt. Schön für ihn, das heißt, er ist schon getauft und wird heute nicht nass gemacht. Schnell die Jacke ausgezogen, damit die kleine Schwester noch reinwachsen kann und dann los über die Kegel. Er geht über die Kegel wie ein Musterknabe, der er ja auch ist, weil er weiß, was sich gehört und förmlich im Jackett angetreten ist. Und sehr nett, dass er es so schön zerknüllt am Start einfach weggeworfen hat, damit Mami was zu tun hat und das Jackett nachher wieder schön mit dem Nudelholz glatt bügeln kann. Mit dem Bügeleisen? Nein, ich bügel immer mit dem Nudelholz. Ich traue Bügeleisen nicht, die zischen mich immer an und wenn ich damit telefoniere, verbrenne ich mir immer die Backe. Du telefonierst mit dem Bügeleisen? Ja, das hat eine unschlagbar günstige Flatrate. Manche Sachen lässt man am besten unkommentiert. Aber nicht Nozomi, der hier das Baumstammrollen absolviert hat und jetzt zur tanzenden Brücke kommt. Ja, unser Musterknabe überwindet sie nicht ganz so mustergültig. Jetzt kommt der Netzsprung. Nochmal kurz festhalten, weil der Messwein ganz schön in den Kopf gegangen ist und das Vaterunser geprustet. Und dann... Versagt! Da haben die Messdiener gut lachen. Die sind zwar nicht so schick wie Nozomi, dafür aber trocken. Das ist Shinji, der nie wieder den linken mit dem rechten Schuh verwechseln wird, weil er sie markiert hat. Clever. Ansonsten fährt Shinji sehr, sehr gerne im Kreis und sammelt in seiner Freizeit professionell Kleingeld aus dem Rinnstein, das er dann in seine blaue Glühbirnensammlung investiert. Ach ja, und er war schon sehr oft bei Ninja Warrior. Und das ist alles totaler Quatsch, außer das Letzte. Kann Shinji, der Müllmann, an seine Erfolge anknüpfen und durch Stage 1 hüpfen? Schöner Reim. Und da legt er auch schon los. Der Müllmann geht ab wie die Altglastonne, die meine Müllmänner morgens um 6 die Hofeinfahrt runterrollen lassen, um Zeit zu sparen und alle Einwohner wissen zu lassen, dass sie jetzt schon arbeiten müssen, während die noch faul in den Betten liegen. Und recht haben sie. Und Shinji scheint auch sonst keine Probleme mit den Hindernissen zu haben. Der rollende Baumstamm kann sich auf was gefasst machen, nämlich darauf, von Shinji umfasst zu werden. Shinji rollt wie die restlichen Mülltonnen morgens um 6 bei mir die Hofeinfahrt runter. Nicht besonders elegant, dafür aber effizient und laut. Die tanzende Brücke, er rennt los, drauf und er ist rüber. Jawohl, er ist schon auf durch Stage 1 gekommen. Warum soll's heute anders sein? Jetzt der Netzsprung. Noch kurz einen klaren an der Bar bestellt und los, er läuft an und kein Problem für ihn. Jetzt sehen wir Shinji, der uns hier wie ein Fisch ins Netz gegangen ist und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt aus dieser schönen, aber total unpassenden Metapher wieder rauskomme. Vielleicht denken die Leute, wenn ich umstamm. Ja gut, das ist zwar nicht so toll wie die Pinguinfütterung, aber wann holt sich denn der Opa schon mal so einen dollen Drehwurm, außer vielleicht an Weihnachten mit zu viel Eierpunsch. Ja, und da punscht er sich jetzt hier mit dem Baumstamm runter. Ja, ich glaube, der Drehwurm ist amtlich. Masato zieht es hier fast die Schuhe aus. Hoffentlich nicht das Frühstück
Stück durch die Nase, aber ein bisschen den Kopf über die heutige Jugend geschüttelt. Früher war alles besser und weiter geht's. Kurze Konzentrationsphase vor der tanzenden Brücke. Anlauf und er schafft sie. Beachtlich, auch wenn seine Enkelin trotzdem lieber in den Zoo gegangen wäre. Aber die Aussicht, der älteste Ninja Warrior zu werden, versöhnt ihn nachher bei der Rückfahrt für das Gequengel mehr als genug. Hoffe ich für ihn. Kinder können sehr nachtragend sein. Ja, und tragen tut ihn auch hier der Netzsprung. Jawohl. Woran viele Jüngere gescheitert sind, erledigt Opa Masato mit links und rechts und mit den Füßen und ganz, ganz viel Kraft. Ja, aber leider nicht sehr schnell. Vielleicht macht sich hier das Alter doch ein bisschen bemerkbar. Die Zeit läuft währenddessen unerbittlich weiter. Ebenso unerbittlich, wie seine Enkelin nachher sein wird, die statt Affen beim Rumtollen jetzt einen Opa beim Rumrollen zusehen muss. Es ist zwar auch nett, aber nicht das Gleiche. Ja, es fehlt das Trommeln auf der Brust und das Uckschreien. Ja, das macht Opa Masato leider nicht, aber dafür läuft ihm gerade die Zeit weg, wie die kleinen Zicklein im Streichelzoo, wenn man nichts mehr von diesem teuren Futter hat. Laufen kann Opa nicht mehr und kriecht zur Stahltrappe. Und jetzt wird's chinesisch. Sind wir doch schon. Nein, wir sind in Japan. Feng ist ein Shaolin aus China. Ist doch das Gleiche. Nein, du Depp, ist es nicht. Erinnere mich bitte nachher daran, dass ich dich mit einem Weltatlas verkloppe, um dir den Unterschied zu erklären. Gerne. So, Feng ist ein Shaolin, aber besteht er deswegen auch als Ninja? Ist das nicht das Gleiche? Du weißt ja überhaupt nichts. Wie hast du überhaupt diesen Job bekommen? Ich habe als zweiter laut hier gerufen, gleich nach dir. Stimmt. Feng bezwingt auf Shaolin-Art gerade die Kegel. Scheinbar scheint das Shaolin-Training hilfreich zu sein. Ohne abzusetzen, springt er an die Schmetterlingswand. Unser Shaolin ist der Erste, der sie heute schafft. Ich habe mal einen Film gesehen, der hieß Die Rache der Shaolin, wo die an Holzpuppen geübt haben. Meinst du, das war auch über Shaolin? Nein, das war bestimmt über Forellen. Zucht. Stimmt, weil Feng macht das nämlich auch gerade. Und der Kollege sagt nein. Und der Kollege sagt, sag mal, kommst du nachher auch noch mit in die Sauna, du Schnuckel? Hier wird einem chinesischen Shaolin von einem japanischen Baumstamm der Titel des Ninja Warriors versagt. Mir ist schwindelig. Und was er hier sagt, weiß ich nicht, da japanisch und chinesisch für mich böhmische Dörfer sind. Ach was. Der ältere Herr hier ist Masato. Und das schreiende Kind seine Enkelin, die sich ärgert, weil ihr eigentlich ein Zoobesuch versprochen wurde. Undankbares Ding. Dafür macht sich doch Opa für dich hier zum Affen. Und das mit 57. Alle Achtung. Masato läuft an und scheint die Kegel nicht sehr schwierig zu finden. Aber er ist etwas langsam. Vielleicht erinnern ihn die Kegel daran, dass er seiner Enkelin nachher als Belohnung eine Tüte Eis kaufen sollte. Oder lieber gleich zwei. Ja, Kinder können nämlich sonst grausam sein. Aber Opa Masato kämpft weiter für seinen Traum, Ninja Warrior zu werden. Schafft im Vorbeilaufen die Schmetterlingswand und stellt sich jetzt gleich dem Bob, wo ihn die Uhr von seinem Leid erlöst. Ja, jetzt hat er seine Ruhe. Ratschmann zieht den Vorhang zu. Hey, das war doch nur ein Witz. Opa, geht's gut. Und hier sagt er, dass er das nächste Mal lieber in den Zoo geht. Versprochen. Apropos Zoo, wer hat denn hier eigentlich die Käfigtüre offen gelassen? Ach, das ist bestimmt ein fernöstlicher Brauch, für den wir langnasigen westlichen Barbaren einfach kein Gespür haben. Das kann schon sein. Oder es ist einfach nur ein Klops, der sich hier aller Kleidung und seiner Perücke entledigt und jetzt albern über die Kegeln schlumpft. Ja, ein Trauerspiel. Gott sei Dank nur für eine Schrecksekunde. Meint auch Prinz Eisenherz. Wusste gar nicht, dass er aus Japan kommt. So schläft Kenjiro nachts auf dem Bauch. Sieht clever und gemütlich aus. Ja, in seiner Freizeit betatscht er gerne Gardinenstangen und fährt immer noch mit dem Surfbrett ins Büro. Ansonsten hat er sehr, sehr große, lähmende Angst vor krummen Wänden und geht beim Piratenspielen immer als Erster über die Planke. Ahoi! Das ist zwar alles sehr interessant, aber jetzt wollen wir wissen, ob er es heute schafft. Ein letzter Gruß an die Pirateninnung. Noch ein bisschen den Rum in die Füße gehoppelt und dann nichts wie los auf die Kegel. Ja, das sieht aus wie jemand, der auf Kegeln läuft. Ja, du bist wirklich ein toller Kommentator. Ja, Kenjiro kommt jetzt gleich zur Schmetterlingswand und es sieht sehr gut aus. Jawohl, er schafft sie. Er ist 51 und will der älteste Kandidat werden, der Stage 1 abschließt. Wird er es heute schaffen? Weiß nicht. Du bist echt der Beste. Nee, echt jetzt. Toll mit dir zu arbeiten. Und der Baumstamm arbeitet hier mit Kenjiro Hand in Hand. Aber da... Servus, Grüezi und Hallo zu Ninja Warrior. Das letzte Mal sind 100 Ninjas angetreten und auch gleich wieder abgetreten, denn niemand hat alle Stages geschafft. Das ist schade. Aber heute ist ein neuer schöner Tag und wir haben wieder viele neue schöne Hindernisse, an denen sich unsere neuen schönen Kandidaten messen können. Ja, da ist die Freude groß. Hallo? Geht doch! In Stage 1 haben die Kandidaten 100 Sekunden Zeit, um vor Wände zu hüpfen, ins Netz zu gehen und einen Drehwurm zu bekommen. In Stage 2 haben die Überlebenden 67 Sekunden Zeit, die Glocken zu läuten, den Baumstamm-Boogie zu tanzen und sich einen Bruch zu heben. Und wer dann noch nicht genug hat, den machen wir in Stage 3 vollkommen zur Minna. Selbst schuld. Und in der finalen Stage müssen dann die wirklich Harten in 30 Sekunden diesen Turm hochklettern, um ihn danach wieder runtergehen zu müssen, aber dann als Ninja Warrior. Da wollen sie hin. Toll sieht er aus. Aber wer wird es heute schaffen? Schau mich nicht so an, ich hab keine Ahnung.
Aber das kriegen wir jetzt raus, und zwar hier am Berg Midoriyama. Heute scheint die Sonne, deswegen tragen die Kandidaten praktische Sonnenschirme. Der Verkäufer preist gerade dieses Modell an, das nur von 4 Coolies gehalten werden muss. Praktisch. Quatsch, das ist Masami, der gerne ausgedehnte Campingtouren mit seinem Schlafsack an die See unternimmt. Auch wenn sich die beiden da regelmäßig in die Haare kriegen und sich kloppen, wer die Hauptrolle in seinem Stück Das Leben eines Schmetterlings spielen darf. Ansonsten torkelt Masami gern durch Stage 1, meistens bis hierhin oder auch mal bis hierhin. Jedenfalls schafft er es nie am ersten Hindernis vorbei. Schafft er es heute, einen neuen persönlichen Rekord aufzustellen und nicht gleich am Anfang tauchen zu gehen? Das ist schon ganz professionell, wie seine Sonnenschirmcoolies sich hier das Lachen verkneifen können. Masami hingegen sieht aus wie ein bekloppter Guppi mit Chili-Anlauf, aber da hektigt er auch schon los auf die Kegel. Es scheint so, als stellt er wirklich einen persönlichen Rekord auf. Es sind schon über 5 Sekunden vorbei und er ist immer noch nicht nass. Gratulation, auch zu der Radlerhose. Da braucht man wirklich Mut. Fantastisch, was soll ich da sagen? Masami ist durch und krallt sich weiter zur Schmetterlingswand. Da freut er sich so sehr, dass er die Orientierung verliert. Aber er fängt sich an, tippeln und boing, nach unten in die Brühe. Er weiß halt, wo er hingehört. Die Kollegen sind entsetzt. Innerlich, äußerlich lachen sie sich kaputt. Masami geht als Sieger vom Platz gegen sich selber. Ach, was gibt es Schöneres als eine gelenkige Cheerleaderin, die mit knappen Shorts ihr Können unter Beweis stellt? Du bist ein Lustmolch und das ist Yoko. Hallo Yoko und Yoko, das sind die Kegel. Hallo Kegel, oha. Aber Yoko scheint nicht nur Sportler anzufeuern, nein, sie hat auch selber was auf dem Kasten und überwindet hier das erste Hindernis, wenn auch etwas holprig. Aber ich schaue ihr trotzdem gerne zu. Ach, es gibt halt nichts Schöneres. Werden wir sehen. Yoko nimmt Anlauf für die Schmetterlingswand und geht baden. Schade. Da freuen sich eine Menge blauer Frauen im Publikum und ich weiß überhaupt nicht warum. Hier sehen wir die süße Yoko scheitern, aber selbst das sieht noch toll aus. Und jetzt kommt das, was ich am schönsten finde. Cheerleaderin in nassen Klamotten, die ihr Können unter Beweis stellen. Danke dafür. Wuhu! Das ist Feng.